So, ich darf schon mal alle recht herzlich willkommen heißen. An der Stelle für diejenigen, die vor einer halben Stunde schon auch mit dabei waren. Ich habe das Webinar eine halbe Stunde zu früh gestartet, also an der Stelle nochmal eine Entschuldigung. Ich würde jetzt nochmal sagen, wir warten 2 Minuten, weil ich sehe hier, wie vorhin auch, dass da Teilnehmer noch hinzukommen. Und denen möchte ich natürlich die Möglichkeit geben, dass die mit von Anfang an mit dabei sind. Ein Feedback, ob man den Bildschirm sieht und ob man mich klar und deutlich hört, das wäre super. Einfach kurzen Text schreiben, wenn man mich verstehen kann. Das wäre super. Und dann geht es auch schon gleich los. So, wir haben es 13:32 Uhr und ich würde sagen, wir starten jetzt halt nochmal in die Runde. Herzlich willkommen zu meinem Webinar heute mit dem Thema My SolidWorks, alles aus einer Hand. Ich darf mich an der Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Patrick Grasberger, CIE Industry Process Consult aus Eurocentral hier in München. Mein Fokus liegt auf den Produkten aus dem technischen Kommunikationsbereich, das heißt Composer, Inspection, MBD und Visualize. Eine Info vorab, wie immer wird das Webinar natürlich aufgezeichnet und Sie erhalten Anfang kommender Woche, Montag, Dienstag, dann eine automatisch generierte E-Mail. Dort finden Sie dann auch entsprechenden Link zur Aufzeichnung. Bitte zögern Sie nicht mit Fragen, wenn Sie eine Frage haben, einfach reinschreiben. Diese werde ich auch im Nachgang per E-Mail beantworten. Sondern würde ich sagen, legen wir los. Hier kommt gerade die Sonne raus in München. Das ist ein gutes Zeichen. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, eine kleine Story hier. Vielleicht hatten Sie auch selber schon mal die Situation. Sie sind kurz vor einer Feier, vor einer großen Party und müssen leider feststellen, dass Ihr Kühlschrank leer ist. Das heißt für Sie, Sie müssen erstmal zum Einkaufen gehen. Wie sieht es aus? Als pflichtbewusster Bürger gehen Sie natürlich in den lokalen Einkaufsläden einkaufen bei Ihnen in der Stadt. Das heißt, Sie fahren zum Supermarkt, vielleicht Nudeln, Eier, eine Pastasoße, wie auch immer. Danach fahren Sie zum Bäcker, vielleicht wird gegrillt, ein paar Brezen, ein bisschen Baguette, einfach so ein bisschen Brot. Getränke dürfen natürlich überhaupt nicht fehlen für eine gute Feier: Bier, Wein, Wasser, Cola. Und vielleicht ist es aber auch eine Geburtstagsfeier oder eine Jubiläumsfeier. Das heißt, eine Torte vom Konditor muss auch noch mit in den Einkaufskorb. Für ein Dessert muss natürlich auch gesorgt werden. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, kommt vielleicht auch auf den Grill für die Vegetarier. Ganz gut, ich liebe Kaffee. Das heißt, ich brauche meine Kaffeebohnen vom Rösterer in der Stadt. Und für die Feinschmecker unter uns, die auch was Herzhaftes haben wollen, gescheites Fleisch, schönes Steak oder Würstel. Man hat gesehen, die Zeit ja, lief so vor sich hin. Das heißt, wir haben hier einen guten Zeitaufwand gehabt. Natürlich auch eine ordentliche Wegstrecke zurückgelegt, mit dem Auto von einem Stop zum anderen gefahren. Wie kann uns hier SolidWorks bzw. My SolidWorks dabei helfen? Dabei möchte ich Ihnen die folgenden drei Themen vorstellen. Ich werde Ihnen was zum Zugang erzählen, das heißt, was wird benötigt, was bietet My SolidWorks, die unterschiedlichen Leistungen und zu guter Letzt die Paketierung, also die Preise. Ja, und da starten wir auch schon gleich. Was wird benötigt? Für den Zugang zu My SolidWorks brauchen Sie eigentlich lediglich eine SolidWorks-ID. Hierfür benötigen Sie Ihre SolidWorks-Seriennummer.
Wenn Sie Wartungskunde sind, also Subscription-Kunde, dann können Sie auch die Zugangsdaten vom Customer Portal verwenden. Und sollten Sie nichts dergleichen haben, können Sie natürlich kostenlos eine ID erstellen. Das Ganze unter www.my.solidworks.de. Dann kommen wir auch schon zu, was bietet MySolidWorks? Da kommen jetzt die unterschiedlichsten Reiter und Punkte, die wir dann auch gleich in MySolidWorks sehen werden. Ich werde hierzu live auf die Seite wechseln und ich werde aber zu jedem einzelnen Punkt, diese nenne ich jetzt einfach mal Leistungen, auch entsprechend was sagen. Da beginnen wir auch gleich mit der ersten Leistung, was. So, wir befinden uns schon in der MySolidWorks-Oberfläche und Sie sehen, ich habe mich vorab schon angemeldet hier mit meinem Account Patrick Rasberger. Und rechts daneben finden wir ein ganz cooles Feature. Das heißt, wenn Sie nicht deutschsprachige Kollegen, Mitarbeiter im Unternehmen haben, einfach die Sprache wechseln und Sie sehen, wie schnell und einfach das geht. Komplette Oberfläche wechselt die Sprache nach Ihrer Wahl. Ich bleibe aber nach wie vor beim Deutschen. Ich denke mal, das ist angenehmer für alle Teilnehmer heute. Wir sehen hier in der Mitte die intelligente Suchleiste. Ich möchte da jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen. Steht zwar hier ein bisschen im Mittelpunkt, aber ich komme da am Ende vom Webinar nochmal darauf zurück. Wir gehen zum Buzz. Naja, was ist Buzz? Sehen Sie Buzz als eine Art Twitter oder Facebook? Hier finden Sie eine Vielzahl von veröffentlichten Beiträgen aus verschiedenen Quellen, offiziellen SolidWorks-Partnern oder SolidWorks-Quellen eben. Links haben wir einen zwei Such- oder zwei Filtermöglichkeiten. Einmal den Typ. Ich wähle hier jetzt einfach mal die Blog-Einträge raus und ich interessiere mich für die Kategorie Design. Und schon bekomme ich entsprechend die Auswahl zu sehen, nach der ich gefiltert habe. Ich interessiere mich jetzt halt für diesen Beitrag. Ganz kurz an der Stelle noch, bevor ich draufklicke, Sie sehen hier, wie alt die jeweiligen Beiträge sind. Das kann relativ frisch von einem Tag sein. Es kann aber auch älter sein, ein Monat, und man sieht es ja an den Seiten, das geht noch weiter bis 4, 5, 6 Monate. So, ich habe jetzt einen Beitrag gefunden, den möchte ich mir jetzt gern durchlesen. Klingt ganz interessant von der Überschrift. Jetzt bin ich aber gerade eben im Büro angekommen. Das heißt, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich möchte aber nachher nicht mehr lange nach dem Beitrag suchen. Das heißt, ich wähle mir hier einfach ein Lesezeichen an, sodass ich vielleicht in der Mittagspause oder zum Feierabend hin unter meine Lesezeichen den Beitrag finde, kann den sofort wieder anwählen und kann sofort beginnen, mir diesen Artikel durchzulesen. Wenn ich natürlich wissen möchte, wo dieser Beitrag ursprünglich herkommt, dann klicke ich auf die Überschrift und werde sofort auf die Originalseite verwiesen. In diesem Beispiel ist es die Dassault Systems-Seite. Ja, Sie haben den Beitrag gelesen, haben vielleicht coole Modelle gesehen und haben vielleicht neue Inspirationen bekommen. Sie möchten nochmal ein neues Modell modellieren. Vielleicht sind Sie aber auch gerade in einem Projekt und sagen, Sie brauchen genau ein Modell, nach dem Sie suchen. Dann haben wir hier die CAD-Modelle, in denen wir kostenlos 3D-Modelle herunterladen können, als auch hochladen können. Wir haben auch links wieder die Möglichkeit, entsprechend zu filtern. Ich suche jetzt einfach mal nach Toys, also Spielzeugen. Und was mir sofort ins Auge fällt, sind natürlich Lego-Bausteine. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind und Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie suchen, dann nutzen wir jetzt einfach mal die Suchleiste. Ich verwende hier jetzt einfach mal den Screwdriver. Kurzer Tipp an der Stelle. Ich würde Ihnen empfehlen, englische Begriffe zu verwenden, weil überwiegend die Bauteile auch mit englischen Begriffen hochgeladen werden. Somit haben Sie natürlich mehr Erfolg bei der Suche. So, Schuss, Screwdriver abgeschossen. Das ist meine Auswahl. Am besten gefällt mir jetzt hier dieser Schraubenzieher. Und ich bekomme sofort über eDrawings das Modell angezeigt. Ich habe auch hier rechts die Information, wer ist der Ersteller. In dem Fall ist es der Jesse, ein Reseller aus Amerika. Kurze Beschreibung dazu: Es wurde 33 Mal heruntergeladen. Davon war ich, glaube ich, 3 Mal derjenige, der es mit heruntergeladen hat. Und genau, eDrawings: Wir können unser Modell drehen. Wir können schauen, ist es das Modell, wonach ich suche?
ranzoomen, wie man eben die Funktionen aus eDrawings kennt. Nebenbei haben wir noch hier drei Ansichten gerendert aus SolidWorks Visualize. Und wenn ich dann natürlich sage, das ist das Modell, wonach ich gesucht habe, kann ich es mir hier kostenlos herunterladen. Sollten Sie allerdings selber ein Modell haben, was Sie gerne mit der Community teilen möchten, dann zögern Sie nicht. Es kann auch hier kostenlos hochgeladen werden, die Datei hier einfach ablegen, Titel geben, die Bedingungen akzeptieren und fertig ist es. Bleiben wir einfach mal bei dem Szenario, Sie haben ein Modell gefunden oder möchten was modellieren und kommen aber nicht weiter. Sie haben ein cooles Feature gesehen und denken sich, ich kenne dieses Feature nicht, ich möchte aber gerne wissen, wie es funktioniert. Kommen wir zu dem Reiter Schulungen und hier fallen uns gleich vier verschiedene Kategorien aus. Zu jedem Einzelnen gehen wir auch nochmal gleich. Wir haben hier die Kurseinheiten, die Lernpfade, E-Kurs und 3D Experience World, technische Sitzungen. Diesen Punkt werden wir nicht näher eingehen. Hier finden Sie aus der letzten Experience World die einzelnen Sessions, die zum Beispiel von Resellern, von Mitarbeitern oder Endanwendern vorgetragen wurden. So, wir gehen jetzt hier mal auf die Kurseinheiten. Und was wir sofort sehen, das sind verschiedene kleine Videos. Das sind alles Tutorial, die es nochmal näher erklären, wie eine Funktion zu handhaben ist. Ich bin zuständig für SolidWorks Visualize. Für mich ist es ganz klar, dass ich jetzt erstmal Visualize suche. Hier auch wieder Tutorials, einfach mal verschiedene Anwendungen, Funktionen. Und ich entscheide mich jetzt für das erste Tutorial, Importieren und Cut Live Aktualisierung. Ich kann jetzt das Video starten. Ich kann es allerdings auch in einem separaten Fenster öffnen, wie derjenige, der zwei Bildschirme hat. Man tut sich leichter auf dem einen Bildschirm das Tutorial laufen lassen und auf dem anderen Bildschirm währenddessen selber mit durchzuklicken. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe gerade keine Zeit, ich möchte dieses Tutorial später anschauen. Kann ich mir das in meine Schulungen auflisten? Finde dann hier unter meine Schulungen entsprechend das Video, was ich praktisch auch wie ein Lesezeichen hier abgelegt habe. Kommen wir zu den Lernpfaden. Die Lernpfade sind letztendlich nichts anderes als nicht eine Zusammenfassung, eine Bündelung der ganzen einzelnen Tutorials. Auch hier gehe ich wieder auf SolidWorks und hier sehe ich entsprechend jedes einzelne Tutorial, allerdings in einer logischen Reihenfolge, so dass wenn ich Neuling bin, praktisch wirklich von Anfang an bis zum Ende jedes Tutorial anschauen kann, um die Software zu verstehen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, das wieder unter meine Schulungen abzuspeichern. E-Kurs. Unter E-Kurs finden wir, vielleicht können Sie sich noch an Ihre Grundschulung von SolidWorks erinnern, finden wir einzelne Parts und Bereiche oder Themen aus dem SolidWorks-Buch mit Beispieldateien, eben auch zum Herunterladen. Oder wenn Sie sagen, Sie möchten Ihr Buch in den Schrank stellen und lieber auf komplett digital umswitchen, einfach die Seriennummer vom Buch eintragen und auch hier kostenlos herunterladen. So, ich habe Ihnen was zu BAST gesagt. Wir bleiben immer up to date über Blogs, über Twitter-Einträge. Bei CAD-Modellen laden wir uns kostenlose Modelle herunter oder laden kostenlose Modelle nach oben. Über die Schulungen können wir uns virtuell weiterbilden, Tutorials, Lernpfade oder E-Kurs. Gehen wir weiter zu den Foren. Die Foren sind zu sehen ähnlich wie das BAS, allerdings keine Twitter-Beiträge, sondern Beiträge lediglich aus dem SolidWorks-Forum. Auch hier möchte ich mir eine Kategorie raussuchen. Ich habe mich jetzt für General entschieden und dieser Artikel scheint für mich ganz interessant zu sein. Das heißt, dieser Artikel kann von einem Endanwender, von dem Reseller erstellt werden. Als solches sehe ich jetzt erstmal nicht viel. Mir fehlen noch die Antworten, praktisch ein Verlauf. Und ich kann hier über diesen Link oder über diesen Link direkt in die 3D Experience Plattform, in das Forum gelangen. Auch hier das Einzige, was Sie benötigen, ist eine SolidWorks-ID oder eine existierende oder neue 3D Experience-ID, die auch kostenlos erstellt werden kann. Springen wir mal kurz zu dem Beitrag rein.
Es poppt sofort der Beitrag auf, wurde erstellt am 12.03.2021 und kurz darauf gab es dann auch schon eine Antwort. Die kann von dem Reseller selber kommen, von dem Mitarbeiter, von dem Support, wie auch immer. Ich habe dann natürlich die Möglichkeit, diesen Beitrag zu liken, hier oder eben hier, oder meinen eigenen Senf dazu abzugeben. Sie haben vielleicht in einem Forum nicht die passende Antwort gefunden, nach der Sie gesucht hatten. Vielleicht haben Sie nach mehr Infos gehofft. Dann gehen Sie einfach zum Support. Wir sehen hier eine Unterteilung in den Support für die 3D Experience Plattform als auch für die Desktop-Produkte. Wir bleiben jetzt aber vorerst bei der 3D Experience Plattform. Es kann gut sein, dass Sie sich schon ein, zwei Rollen gekauft haben. Sie möchten mit dem Onboarding starten, wissen aber nicht weiter. Dann haben Sie auch hier Tutorials. Step-by-Step-Anleitungen für den Admin, aber auch für den Endanwender. Wenn Sie Ihr Wissen austauschen möchten mit anderen Nutzern oder auch einfach neue Kontakte knüpfen wollen, dann seien Sie doch einfach ein Teil der SolidWorks 3D Experience Community. Hier sind Sie sofort in den Foren, können auch hier Fragen stellen, können sich austauschen mit anderen Nutzern und bleiben auch hier letztendlich immer auf dem neuesten Stand. Wir gehen zu den Desktop-Produkten. Wie Sie wahrscheinlich wissen, jedem Jahr stehen der Version 6 Service Packs zur Verfügung und als Subscription-Kunde, also unter Wartung, haben Sie die Möglichkeit, hier die Service Packs entsprechend herunterzuladen, als auch zum Beispiel die neueste Beta-Version, in diesem Fall 2022, herunterzuladen. Benötigen Sie Informationen zu Grafikkarten, Hardware, generell Systemanforderungen? Klicken wir mal hier drauf. So finden wir für die entsprechenden Versionen die Anforderungen an Windows, an Mac etc. Ihr Modell ist mittlerweile gefertigt worden, Ihr Modell wurde mittlerweile vollständig modelliert, aber Sie können es nicht fertigen, weil Ihnen vielleicht die passende Maschine fehlt. Oder Sie einfach privat daheim was für Ihr Motorrad, fürs Auto, wie auch immer, Hobby konstruiert haben. So, Sie möchten das Ganze fertigen lassen und dafür bietet uns 3D Experience Marketplace Make die Möglichkeit dazu, einen Dienstleister in der Nähe zum Beispiel zu suchen. Das heißt, Sie laden Ihr Modell hier hoch, wählen unter Service Providers entsprechend die Fertigungsart aus, ganz gleich, ob der 3D-Druck klassisch CNC-Fräsen, Wasserstrahl oder Laser schneiden, wählen aus, in welchem Land Sie sind und bekommen dann entsprechend ein Angebot. Letztendlich können Sie sich dann entscheiden, für welchen Dienstleister Sie sich entscheiden und wem Sie dann den Auftrag zuteilen. Die Zahlen sind leider nicht ganz aktuell. Wir haben mittlerweile um die 16.000 Maschinen im Fuhrpark und roundabout 220, 230 zertifizierte Dienstleister. Ganz nebenbei können Sie sich natürlich noch kostenlos ein Add-in laden für SolidWorks. Einfach, wie gesagt, kostenlos herunterladen, installieren und haben dann die Möglichkeit, direkt aus SolidWorks User Interface in das SolidWorks Make Ihre Daten hochzuladen und entsprechend ein Angebot einzufordern. Meine Vertriebspartner. Vielleicht sind hier auch Teilnehmer dabei, die vielleicht noch keinen eigenen Reseller haben, wo sie kontaktieren können für Fragen, zu neuen Lizenzen oder Installationsproblemen. Dann können Sie unter meine Vertriebspartner entsprechend nach einem Reseller suchen. Wir gehen einfach Übersicht, Vertriebspartner suchen. Ich gebe jetzt einfach mal die Postleitzahl ein, wo ich wohne. Im schönen Neubiberg bei München und sofort kommen die Reseller, die bei mir um die Ecke sind. Ich kann Sie dann natürlich gleich kontaktieren via Anruf oder ich gelange auf die direkte Internetseite von denen. Was bringt mir das Ganze? Nicht nur, dass ich dann einen guten Ansprechpartner habe rund um Thema SolidWorks. Nein, ich finde dann auch den Veranstaltungskalender von Lounge-Events, von irgendwelchen Messen, wo der Reseller vielleicht vor Ort ist. Ich bin klar interner SolidWorks-Mitarbeiter, ich habe hier keine Messen.
auch keine Events. Neben Events haben Sie hier einen kleinen Videokatalog, wo unter anderem vom Reseller dann auch Tutorials zu finden sind, Demos, Videos von Veranstaltungen etc. So, vorne habe ich Ihnen gezeigt, einfacher Wissensaustausch über gewisse Themen, auch gerne Probleme mit anderen Anwendern. Unter dem Punkt Support finden Sie hilfreiche Links und Informationen. Ihre 3D-Modelle können Sie unter Hersteller schnell und hochwertig fertigen lassen von zertifizierten Dienstleistern. Und sollten Sie sich doch entscheiden, eine weitere Lizenz zu kaufen, dann finden Sie Ihren Reseller unter Meine Vertriebspartner. Die Punkte SolidWorks testen und SolidWorks 20.2x Beta fasse ich mehr oder weniger zusammen. Diese sind ziemlich identisch. Sie haben die Möglichkeit, über das laufende Jahr die aktuellste Version immer kostenlos zu testen. Dies läuft über einen externen Server. Sie müssen hier nichts herunterladen, Sie müssen nichts installieren. Lediglich zu sagen, ja, ich möchte jetzt 2021 starten, SP, also Service Pack 4.1, und müssen im Anschluss noch die AGBs bestätigen. Und schon befinden Sie sich in der SolidWorks-Oberfläche, können Ihre Dateien hochladen und neue Funktionen testen, wenn Sie zum Beispiel noch mit einer älteren Version 2019, 2022 arbeiten, um zu schauen, ist 2021 denn die Software, die mir das bietet, was ich mir vorstelle. Als Wartungskunde haben Sie die Möglichkeit, SolidWorks 2022 zu probieren. Das aber, wie gesagt, nur für Wartungskunden. Diesen Reiter finden Sie auch erst so, ich sag mal, ab Anfang, Mitte, Ende Juni, Anfang Juli, wenn dann Beta 1 veröffentlicht wird für Wartungsdienstkunden, finden Sie den Reiter und können exakt dasselbe rumprobieren, rumspielen, neue Funktionen, neue Features wie unter SolidWorks testen. Aktuell finden Sie hier die Beta 2. So, ich habe es am Anfang angesprochen, wir haben die intelligente Suchleiste. Und wenn man hier mal rüberschaut, wir haben am Anfang eine kleine Auswahl an Kategorien, nach denen ich dann filtern kann oder wo ich sagen kann, ich möchte nur in diesem Bereich filtern. Und wenn man hier sieht, wo ich mich hier bei einem Reiter gerade befinde, entsprechend passt sich auch die Symbolik an. Ich gehe aber hier zu meiner Hauptseite, also zur Startseite und habe hier die große dicke Suchleiste. Ich gebe jetzt einfach mal 3D Experience ein und ich bekomme sofort Suchvorschläge, nach denen ich filtern oder suchen kann. Ich bleibe jetzt aber einfach bei 3D Experience und hier übergreifend über alle Reiter und schaue, was ich denn an Ergebnissen so bekomme. Wir finden hier klar Beiträge aus Foren. Wir finden aber auch YouTube-Videos, Blogbeiträge und so weiter und so fort. Auch hier kann ich wieder sagen, ich möchte Kategorien aus News, Design haben. Ich möchte mir nur Blogbeiträge oder auch spezielle Bereiche anzeigen lassen. SolidWorks testen jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Sollten Sie doch sagen, hey, ich habe Bock auf 2021 zu wechseln. Dann SolidWorks erstmal testen oder als Subscription-Kunde, ja, SolidWorks 2022 ist meine Version, die hole ich mir dann hier testen und erstmal spielen. Dann natürlich schön bestellen. Die intelligente Suche liefert uns Inhalte über alle Online-Ressourcen. Was sind die wesentlichen die wesentlichen Vorteile von MySolidWorks? Schnell und unkompliziert Antworten erhalten. Weiterbildung durch selbstständiges Lernen und Vernetzen und dadurch produktiver arbeiten. Drei Kernwörter, Kernbegriffe: Antworten, Lernen, Vernetzen. Warum sind die, ich sag mal, gehighlighted? Wenn wir auf die Startseite von MySolidWorks schauen, finden wir diese ganz am Anfang: Antworten erhalten, Lernen und Vernetzen. Paketierung. Hier unser Abo-Matrix. Natürlich ist es für Sie auch gut zu wissen, worin unterscheiden sich denn die vier Pakete, die sich Guest, Student, Standard und Professional nennen. Guest ist ganz klar kostenlos mit dem Login über die SolidWorks ID.
Students, wenn sie SolidWorks Education Kit besitzen und oder SolidWorks Students Education Lizenz. Standard ist, wenn sie eine Wartung haben oder eine Laufzeitlizenz, und Professional ist wie Standard nur mit 360 Euro pro Jahr. Was erhalten Sie bei den jeweiligen Paketen? Cut-Modelle, Hersteller, Support, Foren und Social-Media-Inhalte bekommen alle vier. Zugriff auf die Wissensdatenbank muss leider der Gastzugang den kürzeren ziehen. Zugriff auf SPRs, sogenannte Service Performance Reports, halten nur noch Standard- und Professional-Nutzer, genauso wie auf die Vertriebspartner. Den Online-Test der aktuellsten Version, aktuell SolidWorks 2021, haben wieder alle vier Pakete. Und wie zuvor schon erwähnt, auf die Beta-Version hat nur Standard und Professional eben mit dem Wartungsvertrag Zugriff. Schulungen, Kurseinheiten und Lernpfade. Ja, für den kostenlosen Zugang Guest stehen insgesamt 179 Tutorials zur Verfügung. Für Students, Standard und Professional haben wir weit über 500, darunter auch die SolidWorks Certification Vorbereitungskurse. Ja, guter Letzt, eCourse, hier hat nur Professional Zugriff drauf. Ein Schmankerl am Ende habe ich noch für Sie, und zwar ein Tech-Tipp: Cut-Einstellungen synchronisieren. Vielleicht arbeiten Sie nicht nur vom Büro, sondern arbeiten durchaus auch von zu Hause aus, und da bietet sich's an, sich mit MySolidWorks ja zu koppeln, zu synchronisieren, und zwar die Einstellungen. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, aus SolidWorks direkt auf MySolidWorks zu gelangen, aber der Hauptvorteil oder der Haupttipp ist, dass Sie unter den Systemoptionen die Einstellung Synchronisation finden. Das heißt, wenn Sie Einstellungen im User Interface vornehmen und hier automatisiert in MySolidWorks laden, so fahren Sie daheim Ihren Laptop oder Ihre Maschine hoch und bekommen sofort die Einstellungen, die Sie zuvor im Büro vorgenommen haben. Das heißt, auch hier eine kleine Zeit- und Arbeitsersparnis. Sie brauchen die Einstellungen daheim an der Maschine nicht nochmal durchführen. Ja, der Kühlschrank ist mittlerweile voll. Als pflichtbewusster Bürger bin ich natürlich dann doch am Ende mit dem Fahrrad gefahren, hier der Umwelt zuliebe, aber ich hatte natürlich einen hohen Zeitaufwand, hohen Arbeitsaufwand, bin von links nach rechts geradeaus gefahren. Wie vergleiche ich das mit MySolidWorks? Mit MySolidWorks haben Sie alles aus einer Hand, wie es Thema vom Webinar sagt. Das heißt, Sie sparen sich zum einen natürlich die Zeit. Sie müssen nicht rumschauen und rumsuchen, wo ich irgendwelche Informationen finde, wo ich vielleicht irgendwelche Dateien finde oder Support. Das heißt, auch hier Zeitersparnis. Und zum anderen natürlich ein Hauptvorteil: Sie können den Fokus auf wichtigere Dinge setzen und somit ja, erfolgreich und mit mehr Spaß weiterarbeiten. Ich bin am Ende mit meinem Webinar. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende. Vielleicht bleibt das Wetter so. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus!